das ist der Herr Happel, Helmut Happel, seines Zeichens CEO der Filmproduktion Embassy of Dreams. Das ist der Alexander Elland, seines Zeichens Executive Producer Pugelsänger Film. Und sein Wappen zufolge auch ein bekennender Online-Freak. Dann ist hier rechts außen Peter Heinlein. Peter Heinlein ist Autor, Kommunikationsberater und seit vielen, vielen Jahren aktiver Begleiter der Agentur- und Werbefilmszene. Ja, und nicht zuletzt möchte ich jetzt dann den Herrn Bodin bitten, dass er mit seinem Vortrag beginnt. Herr Bodin ist nicht nur Chef von EuroSCG in der Schweiz, er ist Quereinsteiger, das heißt, er hat mehrere Karrieren hinter sich. Zum einen hat er Jura studiert, zum anderen hat er Musik studiert, lange Zeit als Konzertpianist erfolgreich agiert, bis er dann den Weg zur Werbung gefunden hat. Und wie gesagt, das ist das, was wir machen. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Falls nicht, dann nehme ich ein Handmikrofon, ich bin ein bisschen heißer. Das ist nicht wegen der Festivität gestern, sondern einfach, weil ich erkältet bin. Erstens und zweitens entschuldige ich mich für meinen eigenartigen Dialekt. Ich komme aus der Schweiz. Grüße ich mich, Herr Kaiser. Ich möchte Sie heute Morgen nicht langweilen, sondern Sie unterhalten oder ein bisschen zum Nachdenken anregen. Hier gleich mal eine Erfolgsformel für gute Referate. Die Erfolgsformel für gute Werbung werde ich Ihnen noch nachliefern. Hier einige Frauen, die auch Nicht-Mathematiker hier genau verstehen sollten. Wir haben es mit über 60.000 Marken weltweit zu tun. Über 4.000 Werbebotschaften lassen auf uns ein. Von Plakaten, von Fernsehen, von Radio, von dem Worten Autositz, über das Internet und so. Auf der anderen Seite stören sich 82% an der TV-Werbung und 19% der Menschen zappen doch konsequent weg. Ich eigentlich auch. Ich hoffe, wenn ich in einem Film unterbrochen werde. Da frage ich mich manchmal, ob ich nicht im falschen Beruf bin oder vielleicht in der falschen Vortrag. Das ist eine Anzeige aus den USA. Können Sie alle sehen? Ach, von dort. Weil wir sehen noch ein bisschen Werbung. Die Welt ändert sich, das auch hier in Mannheim, eigentlich in drei Bereichen. Einerseits in der Geschäftswelt, die zum Teil dramatisch. Ich erinnere noch vor vielleicht 7 Jahren, hat man gesagt, ja, also Musik über Internet downloaden, das interessiert sich nicht durchsetzen. Die Leute wollen eine CD, die wollen etwas in der Hand haben und sowieso die Qualität des Internets, die ist viel, viel schlechter. Wir wissen, irgendwann ist Apple mit einem Gerät auf den Markt gekommen, ein iPod genannt, das war so einfach und so voll gemacht. Die Musikindustrie, Universal und Co. haben 25% der Macht verloren. Da sind teilweise dramatische Dinge im Gang, das heißt aber auch dramatische Chancen, auch für uns. CD-Läden wird es nicht mehr geben, Filmverleihe wird es nicht mehr geben. Alles andere ist meines Erachtens Visual Thinking. Auch die Kommunikation ändert sich. T-Bot ist ein Gerät, das ist hier nicht so bekannt, in den USA ist das bekannt, das ist so zwischen zwischen Fernseher und Steckdose in der Wand. Das erlaubt mir, die Werbespots einfach wegzufiltrieren. Eine Katastrophe für unsere Branche, aber das ist so. Und wir können uns darüber aufregen. Ich würde mich nicht darüber aufregen, sondern eher schauen, mit was können wir dem eigentlich entgegen? Die Kommunikation ändert sich dramatisch. Ich denke, in 10 Jahren werden wir darüber lachen, über die Zeit, dass wir uns einfach hier gefunden haben, dass wir jeweils vor der Tür gestellt haben. Ich weiß nicht, sammeln wir hier auch alle die Tür in Deutschland. Genau, sehr fleißig. Sehr fleißig, ja, hier in der Schweiz auch. Aber das wird Vergangenheit sein. Meine Töchter, meine Eltern, 18 Zwillinge, die haben fast kein Buch in ihrem Zimmer. Das hängt aber nicht daran, dass sie nicht gebildet werden oder belesen wären. Die haben ja viel gelesen. Und meine in der Zwischenzeit 13 Monate alte Tochter weiß heute schon, wie ein iPhone bedienen und sucht ihre App drauf. Und den soll sie finden.
Die Kommunikation ändert sich. Hier ein Zitat, das ist der Präsident der Michigan Savings Bank, der hat gesagt, das Pferd wird es immer geben, Automobile hingegen sind eine vorübergehende Modeerscheinung. Als das als die ersten Automobile kamen, dann haben die Kutschenbauer gesagt, ja, also das Pferd, das hat es immer gegeben, die gibt es schon und so, das ist das Menschen bester Freund. Und falls sich das Automobil durchsetzen sollte, dann wird es auf Parallelstraßen zu den Kutschen verkehren. Wir wissen, wie die Realität ist, wir sehen nicht allzu viele Pferde aus dem Sanktuariz, um noch ein bisschen Werbung für unser Land zu machen. Ein anderes Zitat, immerhin der CEO der IBM hat das gesagt, ich denke, es gibt weltweit einen Markt für vielleicht 5 Computer. Hier sehen Sie abgebildet, wie übrigens der PC1, der erste Personal Computer. Oder hier Ken Olsen. Und das ist noch gar nicht lange her, 1977. Es gibt keinen Grund, warum jemand einen Computer in seinem Haus haben wollen würde. Ein Rechtschreibfehler. Was wir immer vergessen dabei ist, dass sich nicht nur das Business ändert und die Kommunikation, sondern wir Menschen ändern uns grundsätzlich. Ich weiß nicht, wenn Sie sich zurückerinnern, wie Sie mit Medien vor 10 Jahren umgegangen sind, wie Sie jetzt umgehen. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen auch ein Smartphone in der Tasche. Mails mache ich am Morgen schon im Auto, im Stau. Wir haben einen völlig anderen Rhythmus, einen völlig anderen Tagesablauf. Technologie, die beeinflusst uns, wir beeinflussen die Technologie. Wir verändern uns dramatisch im Moment. Wir haben es zusammengefasst mit 4 Medientrends im Moment zu tun. Erstens mit der Fragmentierung. Das kommt vom Longtail-Effekt. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen das. Das ist ein Effekt, hat ein Journalist festgestellt, dass sich im Internet praktisch alles verkaufen lässt. Das kann noch so dumm sein. Man kann es im Internet platzieren und es wird sich irgendjemand finden. Und er hat herausgefunden, dass diese Summe dieser Dinge, dieser kleinen Dinge, eigentlich viel mehr ausmacht als die Dinge, die populär sind. Also die Summe der kleinen verkauften Dinge sind viel größer als das, was die großen Retailer verkaufen. Auf Medien übersetzt heißt das, die Summe aller kleinen Blogsbeiträge und macht viel mehr aus als das, was die Verlage uns bieten. Jetzt haben wir eigentlich immer mehr Medien, werden immer weniger genutzt, weil der Tag natürlich nur 24 Stunden. Das ist die logische Folge davon. Das Zweite, was wir zu tun haben, ist die Individualisierung. Hier das Titelbild der Time vor 2 Jahren. Die Person des Jahres wurde gewählt. Die Person des Jahres war nicht irgendwie eine berühmte Persönlichkeit, sondern du. Jeder von uns kann ein Star sein. Jeder von uns hat heute die Möglichkeit, sich zu platzieren im Internetzeitalter. Es gibt natürlich nicht nur User-Generated Content, der sinnvoll ist, sondern es gibt auch viel Nonsens. Der dritte Punkt ist die Interattraktivierung. Jeden Tag kommen 10.000 Apps dazu. Wir haben es schon in der Zwischenzeit mit 40 Milliarden personalisierten Apps gibt es in der Welt. Das ist eine unglaubliche Zahl. Wir sind in einer Dauer-Dauer-Verbindung. Es ist nicht mehr eben die Gesellschaft, wo ein Verleger sagt, wann wir was zu lesen haben, sondern wir bestimmen es selber, wir interagieren, wir geben Kommentare zurück, gefällt mir nicht. Das, was wir heute Abend machen werden am Spotlight Festival, entspricht diesem interaktiven Bedürfnis. Das findet im Internet eigentlich schon jeden Tag statt. Auch interessant, Fernsehen gehört der Vergangenheit an. Früher war das schlimmste Verbot für die Kinder, war Fernsehverbot. Heute lachen die darüber. Heute müsste man ihnen das Handy wegnehmen oder das Internet wegnehmen. Es wird schon viel weniger Fernsehen konsumiert in der Summe als Handy und Internet. Und der vierte Punkt ist Demokratisierung. Das sieht man jetzt wirklich sehr schlecht hier vom Licht. Ein schönes Bild. Wir haben die Geschehnisse jetzt erlebt in Nordafrika, dass die Revolution ist nicht wegen Facebook, aber Facebook ist ein Mittel, um sich eben miteinander zusammenzutun und war ein wichtiges Mittel in dieser Revolution. Wenn Unternehmungen meinen, dasselbe könnte nicht auch bei Ihnen passieren, verlieren Sie sich. Das ist eine
Gefahr oder ist auch eine Chance für morgen. Ich empfehle auch jedem auf Facebook zu sein. Ich bin es auch. Ich finde das eine wunderbare Sache, wie man sich eben vernetzen kann oder sonst in einem sozialen Netze. Die Macht der Verleger wird abnehmen, so wie mal Kutschenbauer war oder so wie mal der Dorfarzt und der Dorfpfarrer die bedeutendsten Menschen waren, denke ich, dass die Macht der Verleger erheblich abnehmen wird. Gut, hier stellt sich die Frage natürlich für uns, mit welchen Strategien können wir aus der Werbewirtschaft darauf reagieren? Was können wir daraus eigentlich machen? Die erste Möglichkeit ist Peer-to-Peer-Werbung. Das ist eben diese sozialen Medien zu nutzen. Bei Social Media, was viele denken, das ist falsch. Das ist eben nicht Social Me, sondern es ist vielmehr eben Social. Das ist nicht ich, sondern es geht eben um das Verletzen einer Gemeinschaft. Und darum sind auch die Mechanismen völlig andere. Es gibt so viele soziale Netze, Sie sehen hier einen kleinen Überblick auch von allen Möglichkeiten. Da gibt es heute für uns den richtigen Weg zu finden, da gibt es Systematiken bereits. Bei Social Media ist ein erstes Vorurteil, ja, eben so Facebook, das ist ja nur etwas für die Jungen, für die Dummen, geht nicht das an. Ist nicht, wenn wir hier die Nutzungshäufigkeit von Social Media sehen, sehen wir, dass Leute mit der anteilig höherer Schulbildung eigentlich erstaunlich hoch ist und in Summe mit der mittleren Schulbildung die absolute Mehrheit ausmacht. Das ist eine aktuelle Umfrage. 2/3, ich kenne die Zahlen einfach aus der Schweiz, ich denke Deutschland ist nicht unähnlich, sind in Social Networks und Communities aktiv, aber nur 30% der Schweizer Unternehmungen nutzen das, allen voran Nestle. 2. Vorurteil, nur eine Minderheit informiert sich mit Hilfe der Social Media, auch das stimmt nicht. Auch da kann man eigentlich ableiten, dass schon mindestens 2/3, zumindest in der Schweiz, sich Produktinformationen via soziale Medien holen. Hier ein Punkt möchte ich nur kurz anreißen, sogenannte Prosumer. Haben Sie schon mal gehört davon? Das sind Professional Consumer. Das sind eben Menschen, die ein bisschen aktiver sind, die so Netzwerkknotenpunkte sind und die eigentlich wichtig sind für Trends. Wenn man die herausfinden kann, und die befinden sich in den sozialen Medien, dann erlaubt es einem eigentlich schneller bekannt zu werden. Prosumer sind besser informiert über News-Ereignisse. Es gibt der Anteil von Prosumern in sozialen Netzwerken ist größer und sie sind auch Trendsetter, sieht man hier, was Online-Einkäufe betrifft. Hier sehen Sie die psychografischen Gemeinsamkeiten dieser Gruppe. Was das Neue ist, und wo wir damit uns auseinandersetzen müssen, ist, wir können nicht mehr nur irgendeinen Spot machen, den wir irgendwo schalten, sondern wir haben hier harte Konkurrenzen. Die Konkurrenz sind nicht die anderen Spots, sondern die Konkurrenz ist im Prinzip Hollywood. Sie sehen hier Zahlen, die Avion Roller Babies, die Sie wahrscheinlich auch mal zugeschickt gekriegt haben. Das sind die rappenden, auf dem Rollbrett fahrenden, rappenden Babys. 34 Millionen Mal wurden die verschickt und das Chart ist schon relativ alt. Shakira 343 Millionen Mal. Roger Federer für Gillette 8 Millionen Mal. Wir haben etwas anderes gemacht mit Roger Federer, auch 12 Millionen Mal. Das sind doch Zahlen. Aber wir sind in Konkurrenz mit der Musikindustrie, mit der Filmindustrie. Ich mache jetzt etwas sehr Logisches. Konsequentes, eine kurze Werbeunterbrechung. Yeah, let's do a rehearsal. So we rehearsal on time? Yeah. Okay. Here we go. 3, 2, 1. It's going to be good, I tell you. Alright, shall we just try it? Yeah. Alright. 3, 2, 1, go.
come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. So Rafa, do you... looks at me, oh god. Okay, here we go. So Rafa, okay. So Rafa... But, sorry, tell me again, how do I start? Is it just like, Rafa, what are you going to give me for Christmas? Like, yeah, you're going to say Rafa, but you have an idea of what you're going to get me for Christmas. That's how it starts, right? Yes. Okay. And then Rafa's going to say, I don't know, how about I come play an exhibition for you in Switzerland for your foundation? And then, oh, perfect, that's cool. And then Rafa will say to you, what are you going to get me, Roger? Yeah. And then what are you going to get me? Or even what do you get? What are you going to get me? What present are you going to get me? You know what you're going to give me for Christmas yet? Or? You know what? I'm going to play an exhibition. Und wer jetzt eben meint, man kann einfach so YouTube-Filme machen und das kostet nichts, wir wussten natürlich schon zu Beginn, das war eine geplante Sache, wir wissen, dass Roger Federer immer Lachanfälle kriegt, wir haben das Material gesammelt und dann gleich auf dem Set zusammengeschnitten und dann als virale Kampagne gestaltet. Einfach ein wichtiger Punkt, Social Media heißt nicht einfach... virale Spots, verwackelte, schlechte Spots, sondern es bedingt meistens mehr Mittel, als man denkt. Ich komme dann noch zurück auf die Evian Babies, die ebenfalls hochprofessionell gemacht worden sind. Eine zweite Möglichkeit, wie ich mit dieser neuen Medienwelt als Strategie umgehen kann, ist, indem ich sage, okay, ich werde doch einfach gleich selber Teil der Medien. Diese Bilder haben Sie vielleicht gesehen, das sind nackte Menschen auf einem Gletscher, auf dem Aletschgletscher. Die Bilder gingen um die Welt, sie standen für Greenpeace. War 0,0 Werbefranken für klassische Werbung dahinter, aber es war eine Werbeagentur und es war ein berühmter Fotograf, Spencer Tunick, und die ganze Aktion wurde organisiert. Und man hat sich auf zwei Medien konzentriert, man hat ein riesen Event gemacht, der so interessant war vom Content oder von der Idee, dass er aufgegriffen worden ist von den Medien weltweit, plus man hat es verknüpft mit dem Internet, um eben neue Mitglieder Greenpeace zuzuführen. Das war eine spektakuläre Sache, über 800 Menschen, die sich ausgezogen haben auf dem Aletschgletscher, was wir gemacht haben. Hier gibt es auch Dinge, die muss man sich ein bisschen hintersinnen. Es gibt manchmal ein ethisches Problem. Die Trennschärfe zwischen redaktionellem und werblichem Inhalt ist nicht mehr so gegeben. Branded Content Product Placement kann auch mühsam werden in einem Film. Ich möchte da aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Eine dritte Strategie ist, wir machen innovative Medienideen. Und hier auch gleich. Alphonse empfiehlt heute Bistro Salami alla Lyonnaise.
knuspriges Baguette, herzhaft belegt mit Salami und Paprika und dann mit Käse überbacken. Bon Appetit! Bistro, zu Hause französisch genießen. Hablas español? Das sind ja Spots, die Sie bestens kennen, wurden das letzte Jahr hier mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Die innovative Medienidee hier, eigentlich ultrakurze Spots zu machen. Und das Wunderbare ist natürlich dabei, dass es nicht, dass es eben das Formale auch mit dem Inhaltlichen übereinstimmt. Hier eine andere Idee, das war für die Versicherung Lloyd, wurde gemacht in Amsterdam, am Amsterdam-Marathon. Auf der Strecke, nicht auf der ganzen Strecke, auf den 42 Kilometern, sondern nur dort, wo viele Menschen zugeschaut haben, sind zwei mitgerannt mit einer Glasscheibe, um eben zu zeigen, wie toll die Versicherung ist. Natürlich eine wunderbare Aktion im öffentlichen Raum hier. Eine innovative Medienidee im öffentlichen Verkehr, Bus, das wird für die Uhr IWC, sehen Sie es? Gut. Oder hier, Absolute Zero. Am Ball ein Heißwelt in London. So. The first interactive horror movie in theaters. A flyer invites viewers to send their phone numbers to a speed dial database. The software selects an audience member and phones him or her. Then, through voice recognition, a dialogue between viewer and protagonist takes place. The answers are converted into commands, and the software plays out the corresponding scene. Because of this, each caller creates a different film. Links oder rechts? Rechts! Da unten ist jemand. Geh hoch. Okay. Was soll ich tun? Soll ich helfen oder weiter? Street, the channel for thrillers, horror and crime. Ich denke, eine wunderbare Idee, wie man eben interagieren kann nach Mithilfe der neuen Medien. Eine vierte Möglichkeit ist, dass man sich sagt, oh, okay, als Unternehmen, ich gründe gleich meinen eigenen Medienkanal oder ich erfinde einen. Hier einer, der ist in Holland während der Fußball-WM gemacht worden. Das ist noch gut. Das ist eine tolle Idee, das ist eine Idee, die hat mal Nade uns gebracht. Da weiß ich dann schon nicht, ob das so super toll ist, wenn ich bei einem romantischen Spaziergang den Mond so anschauen muss. Und definitiv nicht so toll sind dann solche Dinge, wo es dann auch Nachahmer gibt. Die Frage kann nicht sein, neue Medienkanäle, einfach wie kann ich die Leute wieder auf neue Art und Weise belästigen, sondern es macht nur dann Sinn, wenn Produkt oder Dienstleistung in irgendeiner Form auch originell damit verknüpft sein können. Eine fünfte Möglichkeit, wir nennen das Creative Business Ideas, dass wir völlig out of the box denken und sagen, okay, statt Werbung für die Bahn zu machen, da ging es einmal. Das war für Swisscom, IT-Services, eigentlich eine Business-to-Business-Kampagne. Wo erreichen wir die Leute, statt mit einer klassischen Kampagne? Wir machen Business-Class-Wagen in der Bahn. Und auf der Strecke, wo eigentlich alle Geschäftsleute in der Schweiz verkehren, das ist zwischen Zürich und Bern und Zürich und Basel, auf dieser Hauptlinie hat es diese Business-Class-Wagen, die sind ausgerüstet und mit Steckplätzen und mit Servern und mit einem guten Empfang. Oder hier ein Beispiel, wo man gesagt hat, okay, die Hochs und die Tiefs, die haben ja immer Namen. Ich glaube, die Tiefs haben Frauennamen. Und warum nicht? Da kann man ja eigentlich einen Produktnamen machen, ein Evian Hoch oder ein Cabrio, ein Peugeot Cabrio Hoch. Warum auch nicht? Und die sechste Möglichkeit, und das zieht sich eigentlich überall durch, sind weiterhin frische Werbeideen. Wir haben unsere klassischen Kanäle, die uns zur Verfügung stehen und die Möglichkeit, wie wir dort die Menschen ansprechen können, sind eben mit frischen Ideen. Diesen Zusammenhang, wir sprechen immer wieder von Zielgruppen und vergessen eigentlich, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Hier ein Beispiel aus Schweden für einen Schuh. Sehen Sie es? Menschen sind eben
wir sollten das wirklich so machen, wenn wir Werbung zeigen, dass man es zeigen kann, kann man es nicht abdunkeln hier. Also, das ist, es ist schade um die Arbeit. Marke geworden, we recommend a pair of really, really beautiful shoes. Also für die Zukunft empfehle ich, dass man an einem Werbefilmfestival, dass wir einfach die Werbung anschauen können nach Ton. Oder das Beispiel kennen alle, die Dove-Werbung, die eben die Frau nicht als künstliche Frau darstellt, die an einem im Photoshop optimiert worden ist, sondern eben mit der natürlichen Schönheit umgeht, die Initiative für wahre Schönheit, eine großartige Kampagne. Oder aktuell aus Cannes, auch hier ein wunderbarer Insight eigentlich, der mit den Menschen eben umgeht. Nicht alle Menschen sind nur intelligent. Ja, und man wird irgendwie bei der Hand genommen. Es wird eben nicht idealisiert einfach, sondern es wird mit einem menschlichen Insight gespielt. Heute, Werbung ist sehr oft einfach eine Belästigung. Es wird unterbrochen im Fernsehen, ob es uns passt oder nicht, auch im Internet. Und morgen, denke ich, habe es schon gesagt, Werbung wird viel mehr ein Teil der Unterhaltungsindustrie und sie wird eben auch inhaltlich und stilistisch wieder vermehrt diese Mechanismen übernehmen müssen. Wir sind in Konkurrenz eben mit Lady Gaga oder wem auch immer im Internet und wir müssen dort mithalten, wenn wir uns Gehör verschaffen möchten. Und, das geht oftmals vergessen, wir müssen uns eben auch über die Qualitätskriterien oder was sind denn die Kriterien, um bestehen zu können mit unserer Kommunikation, darüber müssen wir uns unterhalten. Das möchte ich hier noch ganz kurz zum Abschluss vorstellen. Eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Hey, schauen Sie ein paar, drei gute Filme an. Is this about my swords? Und überlegen Sie mal, was sind die Kriterien, no. Was zeichnet diese Filme? No, I love these things. Just come to me, though. Strategie, ich sage eine smarte Strategie.
Evian ist einfach nur, ich nehme jetzt dieses Beispiel, und das gilt für alle drei oder überhaupt für gute Werbung generell. Das gründet auf einer ganz tollen, langfristig angelegten Strategie, Forever Young. Und es gab schon mehrere Kampagnen, die jedes Mal eigentlich außergewöhnlich sind. Das ist ein Versprechen, wenn ich Evian trinke, ist eigentlich nur Mineralwasser, aber es ist augenzwinkend, wird mir versprochen, ich bleibe dabei jung. Das ist ein ziemlich cleverer Gedanke, verglichen jetzt mit anderen Strategien in dieser Kategorie. Der zweite Punkt ist eine frische Idee. Ich sage, hey, komm, wir lassen Babys tanzen. Das ist schon eine ziemlich außergewöhnliche Idee, auf die muss man zuerst mal kommen. Überhaupt, ganz generell, das sind eigentlich die beiden Punkte, die erfüllt werden müssen. Was wir oft sehen, ist schon noch eine gute Strategie. Und es ist zumindest richtig gedacht, aber es ist einfach sehr langweilig gemacht. Das ist dann ein bisschen diese Waschmittelwerbung oder Bankenwerbung oder das Übliche, das man sieht. Was wir auch zum Teil sehen, vor allem im Kreativwerbung im ABC, auch zum Teil jetzt hier am Spotlight Festival im Programm, das ist immer ganz natürlich, das sind sehr lustig gemachte Spots, aber irgendwie das strategische Fundament fehlt ihnen und ist nicht wirklich nachhaltig oder zielführend gemacht. Man hat dann ein Stück gute Werbung, meistens, wenn eben beides erfüllt ist, das Was und das Wie, also das Inhaltliche, wie auch die Machart. Und das führt dann eben zu Spots, die halt so gut gemacht sind, dass man sie seinen Freunden auch weiter schickt. Vor allem dann, wenn der dritte Punkt erfüllt ist, der muss natürlich auch erfüllt sein, es muss einfach in einer guten Machart gemacht sein. Wenn die Babys jetzt einfach billig gemacht wären, dann käme das nie so cool rüber, dann würde das wahrscheinlich niemanden interessieren. Aber das ist fasziniert gemacht worden, oder? Und die beiden anderen Filmen, das stimmt einfach jedes Detail drin, vom Casting, von der Kamera, vom Editing, vom Ton und. Das vierte ist ein Indiz und dann hat man meistens großartige Werbung und eventuell auch einen Spotlight Award oder einen Kammlöwen, das ist dann das Talk of the Community wird. Die Menschen irren sich nicht. Oftmals sind die Fachjury-Meinung ist mindestens partiell, überlappt sich auch mit der Publikumsmeinung und das wird immer mehr eigentlich sein. Gefällt mir nicht. Die Leute heute sind aufgeklärt, sie wissen immer mehr eigentlich über Werbung und Werbemechanismen. Wahrscheinlich bin ich gespannt auf das Resultat heute Abend. Ich habe es mir notiert. Ich denke nicht zu wissen, was gewinnen könnte. Und der fünfte, und das ist der höchste Punkt, das ist ein neuer, völlig neuer Standard in einer Kategorie, ist, dann ist es meistens auch ein Grand Prix, ein der großen Awards One-Show oder die Gewinner, dann die NAB. Ich kann Sie hier auffordern, und das ist eine Herzensangelegenheit, wenn Sie Auftraggeber sind oder in einer Agentur arbeiten, reden Sie nicht nur über quantitative Zielsetzungen, sondern auch über qualitative, bevor Sie zu arbeiten beginnen. Fisch wie Weiß haben das so gemacht. Ich habe ein anderes System, das ich auch nutze, mal für mich gemacht. Erfinden Sie Ihr eigenes System, reflektieren Sie, was ist gute Werbung, gute Kommunikation für Sie. Zentral sind Ideen, ich fasse nochmal zusammen, wir haben uns gefragt, mit welchen Strategien kann die Werbung auf diese Trends der Mediennutzung reagieren in dieser neuen Welt, digitale Mund-zu-Mund-Werbeideen, wie Ideen Teil der Medien werden, innovative Medienideen, neue Medienkanäle unter Umständen erfinden, sogar Creative Business Ideas kreieren und frische Werbeideen ganz generell. Zusammengefasst, darum alles auf eine Formel gebracht. Ich habe Ihnen versprochen, die Sonne noch mitzubringen. Ich glaube, die Idee ist Kapital. Beuys, der hat mal hier in der Nähe gelebt, hat gesagt, Kunst ist Kapital. Ich denke, für die Kreativwirtschaft sind es Ideen, das Kapital. Das ist nichts Neues, das wird in der Zukunft noch viel mehr so bleiben. Und jetzt wären wir eigentlich offen für eine Diskussion.
trotzdem also ich bin sicherlich nicht kein Gegner von Online-Kommunikation, von neuen Medien, sicherlich auch nicht, aber vieles, denke ich, sollte man nicht außer Acht lassen. Als das rückkanalfähige Online so richtig publik wurde, haben ja viele prophezeit, es gibt eine Revolution. Werbung wird authentischer, Werbung braucht neue Bildwelten, Werbung wird ehrlicher. Kann ich so nicht entdecken? Ist das ausgeblieben? War das ein Trugschluss? Oder? Helmut. Darf ich einen Vorschlag machen, Peter, dass du die CEO Embassy of Dreams, Frank Baudin, hat mir gehört. Zu meiner Rechten sitzt Alexander Enne von Publisinger Film. Und rechts ist wieder Heimland seines Seins im Auto Kommunikation gerade. Ja, wer macht zuerst? Helmut wollte gerade. Helmut? Naja, ich kann ja nicht so ganz zustimmen, Peter. Also ich bin der Meinung, dass es inzwischen wirklich so ist, dass ein schlechtes Produkt zusammen mit einer guten Kampagne schneller scheitert als mit einer schlechten Kampagne. Weil die gute Kampagne die Dissonanz schneller entlarvt oder einfach die Konsumenten ausgesprochen kritisch sind. Und wir kennen das ja auch sowieso, wenn wir ein Werbevorrat machen, egal wie gut das ist, jeder von Ihnen wird, zieht erstmal 40% ab, weil er sowieso weiß, dass es Werbung ist. Und ich glaube, das hat schon einen Rückfluss auch auf die Kommunikation. Also man kann heute nicht mehr behaupten, dass ein Geschirrspüler nicht so viel Gefühl hat. Das war in meiner Kindheit so. Ja, ich schon. Also ich will das mal nicht mehr so sagen, es ist tatsächlich so. Ich glaube, es ist so die Werbefilme oder so sind schon genau geworden. Also für uns als Filmproduzenten, wir merken, dass wir halt schlechte Ideen nicht mehr so oft machen. Also es ist immer so, dass man sagt, und wir als Filmproduzenten können ja auch nichts dafür, weil die Ideen kommen ja von dem Moment, dass wir setzen es dann ja erstmal um. Aber man merkt schon, dass da mehr drüber nachgedacht wird. Also die Marktforschung nimmt dann auch nochmal zu. Aber umgekehrt, wenn ich mich durchs Web bewege, dann finde ich dermaßen viel Müll, um es ganz salopp zu formulieren, dass ich mir denke, wo ist da die Revolution aus? Ja, es ist halt auch viel, viel mehr geworden. Ne? Also es ist halt viel, viel mehr an Datenfluss geworden. Das haben wir eben auch im Vortrag gesehen, wie viel das eigentlich ist. Und diese 4000 Werbebotschaften, ich glaube, das gilt für den Normalbürger. Ich glaube, also für den, der nicht so viel im Internet ist. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal neu diese Statistik machen würde und sagen würde, nimm mal einen durchschnittlichen Internet-User, also jeden von Ihnen, dann ist das bestimmt noch viel, viel mehr geworden. Aber das, was Helmut ja sagt, ist, das entlarvt halt viel schneller schlechte Geschichten. Ich glaube, man selektiert viel mehr mittlerweile. Und man sieht halt viel Schrott, aber es ist halt so, dass es auch ganz tolle kleine Ikonen gibt. Und genau die sind dann die auch so unheimlich weiter verbreitet werden. Und man muss auch mal sagen, 34 Millionen, ne? Also diese Zahl bei YouTube, das hört sich erstmal mal so riesenhoch an. Aber das ist ein Film, der läuft ja weltweit. Und YouTube zählt ja nicht nur, wie viele Leute gucken das in Deutschland, wie viele Medien zahlen, das ist eine weltweite Zahl. Und dann muss man dann noch das wieder ein bisschen relativieren und sagen, naja, ist das denn wirklich so viel? Also jetzt mal damit verglichen, wie viele Deutsche im Werbespot sehen, wenn dabei werden das und wenn sie nicht wegschalten. Ne? Aber es ist halt so ein Ding, wo man wirklich sagen muss, das geht noch viel mehr. Und dieser Evian-Film wird ja nicht nur auf YouTube gezählt, sondern läuft ja überall. Also das ist ganz vielen Kanälen. Das ist aber schon so ein Ding, wo ich sage, es ist ein toller Film, der wird weitergeschickt. Und wenn dann jemand anders, ein anderer Kunde, halt auch tanzende Babys hat, dann ist es vielleicht Schrott und wird auch nicht gesehen. Also man muss sich konzentrieren. Also der Konsument muss sich einfach auch selber auswählen. So mein Empfinden. Aber der Konsument braucht ja Hilfeleistung. Für die Stelle. Ja, das ist dann der hat das. Nein, der Konsument hat keine Hilfestellung mehr. Die Zeiten der Bevormundung sind vorbei. Konsumenten sind nur für Geld, um mit den Medien umzugehen. Sie werden das wählen, was sie möchten. Das ist auch das Denken, was man steckt. Da werden wir noch ganz, ganz stark umdenken müssen. Da haben wir auch Menschen und nicht mehr Konsumenten oder Zielgruppen. Das ist ja auch so ein Ding, nur so Zielgruppendefinition, was das eigentlich heißt. Und man muss einfach sagen, wenn man sich jetzt in den Internet bewegt, dann sind es ja alle auf einmal. Und dann muss man die Leute, die das, also
also die Interesse haben, an dem Produkt dann auch mal anders finden. Und das stimmt schon. Das ist, wie gesagt, dieses Mündigsein, man kann selber nachgucken, kann selber nachdenken. Mensch, auch dieses Beispiel du, also dieses zu sagen, du bist die Person des Jahres. Es gibt also zwei Arten, habe ich das Gefühl, von Firmen einfach. Die einen Firmen sagen, nee, ich bin geschlossener Konsument, mein Produkt oder mein Produkt. Mein Produkt ist so unglaublich gut, du musst es einfach kaufen. Du kommst an mir sowieso nicht vorbei. Tempo zum Beispiel. Ja? Die hätten das ja gar nicht nötig, weil wenn ich Schnupfen habe, dann ist das so im Kopf verankert oder Aspirin oder so. Und die anderen sagen aber, ich möchte mich richtig öffnen und im Grunde genommen ist ja jeder ein potenzieller Kunde. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich auch alle irgendwie anspreche. Ja? Dass man so sagt, so. Aber genau das ist der Punkt, dass man nicht alle anspricht. Und im Internet haben wir ganz stark fragmentierte, ich nenne das mal hier, ganz segmentierte Zielgruppen. Das heißt, inzwischen geht es dann teilweise darum, dass ich zu unterschiedlichen Tageszeiten und auf unterschiedlichen Kanälen mit der gleichen Botschaft in unterschiedlicher Form Menschen ansprechen muss. Also ich muss den Herrn morgens beim Rasieren anders ansprechen als die Frau beim Nagel bemalen. Das wird im Prinzip völlig krank, das ist das eine. Und deswegen glaube ich, dass es irgendwie im Augenblick noch, wir alle reden davon, wir alle wollen das gerne, 80% der Deutschen haben Internet. Die Frage ist nur, wenn 80% der Deutschen Internet haben, wie viel nutzt es denn wirklich? Also meine Mutter hat auch Internet, sie ist 82 Jahre alt. Sie hat vor 8 Jahren angefangen, E-Mails zu schreiben, das tut sie heute schon gar nicht mehr. Also die gehört auch in diese Statistik. Wer will denn das alles? Das ist das eine. Das zweite ist, wenn hier davon gesprochen wird, dass dieses Art Empfehlungsmarketing, das heißt YouTube, irgendwelche Videos im Web, dass sie zielgerichtet weitergeschickt werden. Wohin werden die weitergeschickt? An Menschen, die mutmaßlicherweise die gleiche Form von Humor haben, die meine Freunde sind, die ich kenne. Das schicke ich ja nicht weiter, damit die auch Evian trinken. Das tue ich ja nicht. Die Frage ist also, welchen Nutzen hat das tatsächlich? Das zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, wir verwandeln uns durch die Möglichkeiten des Internets in Scheuklappenträger, weil wir nur noch das bekommen, wofür wir uns wirklich interessieren. Wir haben so eine persönliche Suchmaske. Alles andere geht an uns vorbei, weil es gefiltert wird. Weil wir selber es filtern wollen, weil es natürlich convenient ist. Das ist ganz wunderbar. Ich kriege nur das, was mich wirklich interessiert, der ganze Schrott nicht. Aber wer hat nicht doch schon mal das Erlebnis gehabt, irgendwo in der Kneipe oder vielleicht sogar bei der Lektüre einer Tageszeitung, so ein random Erlebnis zu haben, plötzlich mit etwas konfrontiert worden zu sein, von dem man gar nicht wusste, dass es einen interessiert. All diese Dinge haben wir in dieser Form, wie das Internet heute genutzt wird, nicht. Deswegen warne ich davor, diesen Hype einfach überzubewerten und nur noch in ganz kleinen Zielgruppen zu denken. Anderer Aspekt ist auch, wir reden jetzt hier gerade von YouTube und Filmen fürs Internet und ist die Kategorie Webspots, also lustige Filme im Internet, sind ja nur eine einzige von vielen verschiedenen Kategorien. Also es gibt Webspots, Webisodes, Interactive Social Game Formats, iPad Content, Games, Personalized Videos. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten, das Web zu nutzen. Das war gestern in der Jury, waren wir alle so ein bisschen, saßen wir vor der Kategorie Web und Mobile und haben fast nur Webspots gesehen. Also warum ein lustiger Film im Internet holt vielleicht Aufmerksamkeit, ist vielleicht manchmal gar nicht richtig für das Produkt. Und stellen Sie sich vor, eine Arschbombe in eine große Puddingschüssel, hat vielleicht 3 Millionen Klicks, wird aber für die Marke BMF ganz falsch sein. Und das Schlimme ist auch, das Internet vergisst nichts. Also wenn ich diesen Film noch, werde ich bis der letzte Server abgeschaltet ist, unter BMF googeln können. Und ich kann damit eine Marke nachhaltig beschädigen. Das andere ist, so einen Film, wir haben gerade geredet von du hast gesprochen von Produkten, die ich im alltäglichen Leben benutze. Aber ein, so wie bei der Marketingleitung von Mercedes gesagt, wenn Sie mir jemanden nennen können, der jetzt im Moment
vor der Entscheidung steht, welches Luxusfahrzeug er sich kaufen möchte, dann gebe ich ihm 10.000 Euro. Weil das ist das Geld, das wir ausgeben, um denjenigen genau in dem Moment der Kaufbereitschaft zu erreichen. Und da ist zum Beispiel ein lustiger Webfilm, den gucke ich mir einmal an und vielleicht schicke ich ihn noch mal dreimal rum oder binde ihn noch in meinen Blog ein. Aber dann ist der Peak auch wieder vorbei. Wenn ich zum Beispiel, in die Tüte gesprochen, eine iPad-App, Sicherheits-App habe, die jedes Mal, wenn ich meine iPad mir den Zugangscode reingebe, einen Rollo hochgeben lasse, ist das sicher eine wesentlich sinnvollere Marketingmöglichkeit für einen Hersteller von Sicherheitsrollläden, weil ich die Botschaft permanent in meinem alltäglichen Leben dauernd bei mir trage und nicht nur so einen Peak habe, der wieder verpufft. Also so zum Beispiel iPad-Apps, was wir Laubwuchs dabei haben, ja, in der Kategorie Web und Mobile. Sondern ganz auch noch ein Tool, wo wirklich nicht viel ausgereizt ist. Das andere ist, was man auch darüber denken muss, was die Werbung verändert hat und was doch auch zu einer schnelleren Entlarvung der Lüge führt, ist in dem Moment, wenn ich meine Botschaften ins Internet stelle, dann ist das ja kein vollendetes Werk, das ich abgebe, sondern das wird gearbeitet, das wird diskutiert, das wird eventuell sogar imitiert. Da muss das Produkt schon stimmen und darum, ja, wir haben ja jetzt Wahlen hier. Ein Barack Obama tut sich natürlich mit seinem Produkt im Internet wesentlich leichter als die CSU in Bayern, weil ja dort diese Kultur der Offenheit in der Struktur ja eben auch nicht gepflegt wird. Ist es denn wirklich so, du sagtest gerade das Thema Wahl, Webfilme, wir haben gestern ja auch in der ganzen Stunde gesehen, die entweder so ein bisschen die Schenkelpopper legen oder so ein schneller Witz oder die ein bisschen Tabubrecher spielen, ist es immer noch angesagt. Also ist es immer noch so, dass viele Auftraggeber oder auch Agenturen jetzt zur Filmproduktion sagen, ein bisschen Geld haben wir noch und wir werden jetzt einen richtig schönen viralen Film haben, der von rechts nach links weiter vermittelt wird und Das mit dem Geld ist so mein Stichwort. Wir haben da noch so ein bisschen Geld. Also ich sehe hier so ein paar Reporter gerade, die in Kameras sitzen. Diese Kamera, die gekauft werden muss, ist es völlig egal, ob sie ein Topmodel fotografiert oder ob sie hier im Saal fotografiert, ist gleich teuer. Das bedeutet für mich als Filmproduzent, wenn ich einen Film im Internet mache, ist meiner Crew auch ziemlich egal, wie ich buchen muss, ob dieser Film wieder im Internet läuft oder eine große Kinoleinwand. Natürlich gibt es finanzielle Unterschiede, die haben aber ganz andere Gründe. Und es ist nicht so zu sagen, hey, ich habe kein Geld, mach mal einen Internetfilm, das ist ja billig. Das funktioniert nicht. Und auch ein Internetfilm braucht eine sehr gute Idee, um halt zu funktionieren. Und hat die gleichen Mechanismen, nur halt in einem anderen Medium, wo es natürlich andere Rahmenbedingungen gibt, aber es ist noch immer so, es muss eine gute Idee haben, bitte, die muss halt da sein. Und nur die Arschbombe bei WMF ist ein super Beispiel, macht WMF, glaube ich, nicht so glücklich. Wenn da keine Strategie hintersteht, was wir heute auch gehört haben. Also von daher, da muss man gucken. Und ich möchte hier auch nochmal zurückkommen, dieses Thema mit den Scheuklappen, das ist wirklich so. Es ist, also das sehe ich auch so, dass man wirklich sagen muss, man kriegt viel am Rande nicht mit. Als Beispiel von Premiere, es gab zwei Premiere, das ist so ein Beispielfall, der in der Branche als Gerücht kursiert, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist einer. Hafenstraße in Hamburg kennt ja jeder, ist ja mal besetzt worden, ganz toll. Und man hat auch Jahre später von Premiere keine Werbung dahin bekommen. Man hat auch kein Abo bekommen dahin. Also man konnte Premiere da gar nicht bestellen, weil die gesagt haben, um Himmels Willen, in irgendeiner Datenbank, da sind ja die ganzen Besetzer, die können sowieso nicht bezahlen. Und damit geht halt was verloren. Das ist sehr schade. Also von daher, das stimmt schon. Ja, manchmal fragt man sich ja auch, wozu das eigentlich gut ist, wenn ich mir diesen wirklich Lacher produzierenden Film mit Federer und Nadal angeguckt habe. Das war ja richtig lustig, nicht? Man kriegt den Nachtkick, vielleicht waren die bekifft, man weiß es nicht. Frau Baudin hat gerade gesagt, hat dann gesagt, es sei kalkuliert gewesen, das sei im Auftrag der Credit Suisse
Also ich bin jetzt kein Kritikkunde. Ich wüsste aber jetzt nicht, warum ich aufgrund zwei herumalbernder Tennisbacks, die sich nicht ernst nehmen, nun plötzlich Kunde dieses Kreditinstitutes werden sollte. Herr Frank, was war da der Hintergrund? Das ist natürlich eine Gesamtkampagne. Das ist jetzt gefährlich, die Dinge einfach rauszunehmen. Roger Federer hat eine Stiftung, die Stiftung wird betreut von der Credit Suisse. Es geht darum, Credit Suisse bekannt zu machen, einerseits die klassischen Kanäle. Das ist eine Nebensache, die aber die ganze Geschichte noch abrundet und sympathisch macht. Das ist aber wirklich nur eine Nebengeschichte. Das gleiche mit den Avion Babies. Natürlich eine komplexe Kampagne, die mit einem großen Teil in klassische Medien investiert worden ist. Die wurde geschaltet als erstes im Internet, um eine gewisse Awareness zu haben, jetzt gerade eben bei diesen Prosumer, Professional Consumer, um die zu erreichen. Danach wurde die geschaltet im Fernsehen, verbunden mit Promotionen und. Also, kann man jetzt nicht einzelne Teile rausnehmen. Ich finde es auch falsch, im Zusammenhang mit Internet jetzt einfach nur über die Filme zu sprechen. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Filme gezeigt, weil wir an einem Filmfestival sind. Wie bereits gesagt, es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Spielarten, die extrem wichtig sind, nur schon um die Applikationen zu nehmen. Aber wegen den Scheuklappen, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, es sind Scheuklappen hier vor diesen Medien, wenn ich das so höre. Also beispielsweise hier im Hotel habe ich vielleicht hier noch eine Parallele, die Kutschenbauer, die haben es verpasst, ins Automobil rüberzugehen. Automobile wurden gebaut von den Nähmaschinenherstellern, das andere, um zurückzukommen, da steht doch noch da, haben ganz viele Leute in der Schweiz bekannt, da steht nichts CS dahinter, das wäre billige Reklame. Aber Sie sehen, das ist Mensch for Africa, in einem anderen Zusammenhang sehen Sie das Plakat Mensch for Africa, das von CS eigentlich als Sponsor durchgeführt wird und. So kriegt man von verschiedenen Medien verschiedene Botschaft, die gleiche Botschaft, aber anders eben umgesetzt. Das ist Cross Media, das haben wir in ganz vielen Geschichten. Und ich habe das Beispiel für das Bundesamt für Gesundheit mit dem Kürzespot gezeigt. Da steht im Zentrum steht eine Webseite, wo die Leute darauf hingeführt werden sollen, vor allem die Risikogruppen, dass die einen Risikoplan machen. Dort haben wir ganz präzise Zahlen, die sind beeindruckend, wer dort drauf geht. Und wie das angestiegen ist, und dann ist der Film nur eins von ganz vielen Maßnahmen, und auch Web ist nur eins von ganz vielen Maßnahmen. Es gibt Plakate, es gibt einfach Anzeigen in spezifischen Zeitschriften und. Wir sind in einer komplexen Medienwelt, das bedarf was wieder. Genau das ist das Stichwort. Es ist natürlich, was im Moment passiert, wir sind im Umbruch, vieles ist neu und es erfordert auch ein, wie du sagst, auch wesentlich komplexeres Denken. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass sowohl agenturseitig wie auch kundenseitig alle dem auch schon folgen können und die Disziplin auch wirklich beherrschen. Also integrierte Kampagnen, die fein dekliniert durch die verschiedensten Medien, die Werbebotschaften und miteinander abgestimmt die Werbebotschaften transportieren, sind sehr wirksam, aber es wird leider auch viel verpasst. Sind Filmstudenten hier? Filmstudenten? Als ein kleines Beispiel an die Anforderung der Komplexität des Denkens, sage ich auch meinen Filmstudenten, wenn sie mir sagen, ja, ich habe Inception gesehen, dann ist das ein sehr traditioneller, normaler Film, aber ich frage sie immer, hast du dich auch schon mal mit Hard Rain auseinandergesetzt? Kennt jemand Hard Rain hier im Saal? Einmal im Jahr sagen, okay, ich kratze jetzt mein Werbebudget zusammen, mache einen Werbe-TV-Spot und schalte den genau in der relevanten Zeit. Das sind immer Pharmafilme zum Beispiel, also in den Gesundheitsmittelmuseen, wo Hochsommer schalten, laufen immer im Frühjahr und im Herbst. Und die planen wirklich darauf und sagen, okay, in der kurzen Zeit geht das jetzt mal richtig da. Und dann kommt jemand und sagt, naja, was ist jetzt im Internet? Und du musst ja auch Plakaten da und überhaupt und cross-medial. Dann wird es auf einmal sehr kompliziert, weil es natürlich auch bedeutet, dass die Branche, also wir alle, natürlich
Sachen nachdenken und intensiver und das kostet am Ende des Tages auch Geld. Und jetzt ist immer die Frage, wie kriegt man die auch überzeugt, um dafür Geld auszugeben? Macht das überhaupt Sinn? Also das ist auch oft so eine Frage. Ne? Long Tail. Immer mehr Medien werden immer weniger genutzt. Das ist einfach eine Tatsache. Und ob das jetzt gewählt oder nicht, das ist so. Und dieses Unternehmen muss damit umgehen. Umgehen müssen die Auflagen werden sinken von den großen traditionellen Massenmedien. Die Zuschauerzahlen werden da sinken, weil nach 24 Stunden. Das ist das Erste. Die gute Nachricht ist aber, dass die Produktionsmittel dramatisch günstiger werden. Heute einen Film herzustellen, das ist schon 100-mal günstiger als noch vor ein paar Jahren. Und natürlich gefällt es Produktionsgesellschaften nicht, aber ich habe heute einfach produktionstechnisch findet eine Demokratisierung der Mittel statt. Und auch bei den Agenturen hat das begonnen. Heute kann ich doch viel weniger Leute, um viel mehr herzustellen, als ich das noch vor Jahren gebracht habe. Das ist so, wenn wir uns nicht darauf einstellen, wenn du jetzt gleich das Mikrofon nimmst und scheißt, nein, der Film ist immer noch teuer, das braucht man, das ist die alte Linie von der Qualität. Immer, das Erste, was immer kommt, ist, oh, Qualitätszerfall. Das haben wir gesagt, die Musik. Und ich wurde auch gesagt, die Musik downloaden via Internet, da sind die Höhen weggeschnitten und die Qualität geht so sehr. Das hat man schon gesagt, dass die CD den Plattenspieler abgelöst hat. Das ist völliger Nonsens. Nicht mal ein Hund hört den Unterschied. Ich höre nicht. Ich kann es absolut hören. Ich höre nicht, beim besten Willen nicht. Das ist wunderbar, kann ich dir alle Musik der Welt runterladen. Und es ist günstig. Und ich muss nicht mehr eine ganze CD kaufen, wo 80% drauf ist, wo ich gar nicht hören wollte. Das ist die neue Welt. Und wenn wir uns nicht darauf einstellen können, auch nicht die Filmproduktion, die immer noch viel zu teuer sind zum Teil, und jetzt bin ich CEO unserer Agentur und in der Verhandlung, dann sagen wir, ihr müsst auch runterkommen in diesem Preis. Das ist die Welt. Nein, also du musst sofort brutal einsteigen und es geht überhaupt nicht um die Qualität. Es geht einfach darum, jeder Einzelne hier im Saal, wenn ich möchte, dass jemand von Ihnen Werbung für Nestle macht. Ich sage, Sie machen jetzt das neue Werbegesicht für Nestle. Wie viel Geld wollen Sie dafür haben? Dann werden Sie nicht sagen, oh, es geht um Qualität. Und nicht sagen, oh, ich werde so wenig genutzt und sagen, ich mache das umsonst. Sondern Sie werden genauso viel Geld haben wollen, wie Sie das vor 10 Jahren haben wollten. Wenn nicht sogar mehr, weil Sie sagen, Moment mal eben, vor 10 Jahren war ich ja nur im TV, aber heute werde ich so verbraten, dass es einen mittlerweile nett genannten Henkel-Vertrag gibt, der, das ist kein Witz, da steht drin, auch als Tattoo. Ich darf Ihr Gesicht auch als Tattoo wo drauf tätowieren, das wird überall Sie verwenden. Und jetzt bitte, warum sollte ich das für 1 Euro günstiger machen? Und warum kann ich von einem Kameramann oder von einem Oberbeleuchter, oder einem Oberbeleuchter, ein super Beispiel, wieso kann ich von dem erwarten, dass der 10 Stunden harte Knochenarbeit macht, für 1 Euro weniger als vor 5 Jahren. Tut mir leid, das verstehe ich überhaupt nicht. Der Kameramann, der sollte da mehr kriegen als vor 10 Jahren. Das ist klar. Aber du brauchst in der Beleuchtung, brauchst du weniger Leute. Du brauchst insgesamt weniger Leute. Und insgesamt wird es einfach günstiger. Insgesamt brauchst du weniger Aufwand. Das ist so. Früher mit 35 mm, da musst du ein Riss bauen und heute hast du Möglichkeiten, genau gleiche Qualität einfach für weniger zu machen. Ich bin ja jemand, das habt ihr ja gesehen, dass ich sehr stark für Qualität einsetze, aber Qualität heißt nicht einfach stehen bleiben beim alten Businessmodell. Die Welt ändert sich, das heißt, unser Geschäft wird sich auch dramatisch ändern müssen. Ich mache ein Beispiel aus dem OCR.com. Im Moment der Presse, es geht immer leicht aufwärts, war knapp am Bankrott, die große Industriegesellschaft. Die hatten mal, als die CD kam, hatten die ein Verfahren, um CDs zu beschichten. Das heißt, von einem Tag auf den nächsten einen Milliardenmarkt. So. Dann kam Konkurrenz aus Korea und. Das heißt, innerhalb von einem Jahr minus, und nicht irgendwie 10 oder 20%, sondern minus 90%. Das sind dramatische Folgen. Und auch für unsere Wirtschaft, wir können doch nicht da zuschauen und zu sagen, diskutieren, schön geistig, die Jahreswerte füllen.
Entwickler, wir müssen uns ändern. Ich denke mal ab und zu, nehmen wir uns selber bei der Nase. Wir funktionieren ja immer noch gleich wie vor Jahren. Nach das Berater, die gar nichts beraten, die eigentlich Product Manager sind, dann das Art-Direktoren. Wieso heißen die Direktoren? Das sind eigentlich Grafiker. Ja, warum? Ja, wisst ihr warum? Weil früher haben die ein Heer von Reinzeichnern und Grafikern mussten die leiten. Ich erinnere mich, als ich begonnen habe bei der GDK vor 19 Jahren, da hat man noch Blindsatz abgesetzt für IBM. Glatter Wahnsinn. Und wisst ihr was? Damals, ich war der Einzige dort, als Texter, der vom Computer eingetreten ist, die haben alle gesagt, hey, Computer macht die Qualität kaputt, wir müssen auf der Hand setzen. Lorem Ipsum, das alles. Ja, die Honorare. Jetzt sind die Agenturen auf der Senkom-Anschauung seither auf einem Viertel eingedampft. Die machen viel mehr und viel weniger Leute. Das heißt, unser Profit pro Mann ist natürlich gestiegen. Ja, ich trete nicht dagegen ein, ich bin dafür, dass jeder mehr verdient. Aber, wie gesagt, tun wir mehr mit weniger Menschen. Das mag so sein. Das kommt halt immer darauf an, was man macht. Das hat ja auch sehr, sehr viel damit mit der Idee zu tun. Das heißt, wenn ich ein Schloss einleuchten muss, dann muss ich es heute noch immer tun. Und wenn ich irgendwie sage, ich will 100 Komparsen haben, dann muss ich nach wie vor 100 Komparsen bezahlen. Das hat nichts damit zu tun, auf den Preis. Ich denke, dass viele Ideen, die es mittlerweile gibt, einfach kleiner gedacht sind. Und wenn man sich mal die Werbeblöcke anguckt und mal einfach, können Sie als Test mal machen, mal im Durchschnitt zählt, wie viele Leute da so im Film sind, das ist ganz schön wenig geworden. Das hat was mit Geldeinsparnis zu tun. Das ist nicht, dass der Film dadurch besser oder weniger gut wird. Und es ist einfach immer weniger. Und das sind so Sachen, die wir merken. Und das hat dann was für uns natürlich mit Produktionsvolumen zu tun. Und was die wenigsten Menschen, das ist ja auch so ein Ding, ne? Pro Person mehr verdienen. Wir Produzenten sind ja ganz schön blöd, weil wir sind dahin und geben ja unsere Kunden praktisch die E-Card-Preise weiter und schlagen dann einen Prozentsatz drauf und von dem leben wir. Das bedeutet im Klartext für mich, wenn ich einen Film ja kalkuliere und sage, ich kann das auch mit einer 5D oder Canon-Digitalkamera drehen, dann kaufe ich die halt natürlich viel, viel günstiger ein, als wenn ich das mit einer großen 35mm Kamera machen muss. Aber die Marge darauf ist identisch geblieben und das ist echt dramatisch. Also leider. Aber bevor wir uns jetzt mit dem Einzelschicksal von uns Filmproduzenten verlieren, ja, das was blöd ist bei dem Film, weil viele denken, Werbung fürs Internet kostet nichts oder Sachen im Internet fürs Internet kosten nichts, es wird kein Geld für Seeding eingeplant, die Idee ist, du kriegst jeden Film für 10.000 Euro und das Internet ist voll von Filmen. Und wir haben auch beim Festival gestern einige gesehen, denen man ansieht, da wurde irgendwas versucht, aber das wurde nicht geschafft. Und das ist peinlich, das macht jede Idee kaputt und das sieht auch ganz fürchterlich aus. Aber dieser allgemeine Trend zur Verschlankung, ich finde den ja toll, da hört doch diese unsere immer schlanker werdenden Konstrukte, gehen Kommunikationswege auch später und es gibt auch, die Agenturmodelle ändern sich ja auch und es gibt ja auch inzwischen Marketingleiter, die diese Idee von der Full-Service-Agentur, also das ist dann, um das Bild mal wieder gerade zu rücken, wenn ich mit meinem Regisseur zu einem Meeting gehe und dann kommen von der Agentur 8 Leute bei diesem Meeting rein, wo aber in der Regel dann doch immer nur der Kreativchef spricht und dann vielleicht auch der TV-Producer, wenn es um die Termine geht. Jeder zweite Kunde sagt inzwischen, macht inzwischen diesen Scherz, we have to pay them all. Und ich habe noch nie eine gute Antwort darauf, eine gute, schlagfertige Antwort darauf gehört. Und das ist schon toll, es gibt so auch eine neue Generation von aktiven, interessierten Marketingleiter, die sich auch sehr bewusst sich ihre Teams zusammenbauen und einzelne Personen adressieren und ihr eigenes Netzwerk da aufbauen. Was für die unterm Strich mehr Arbeit bedeutet, wenn sie in der Lage sind, diesen Input auch selbst zu leisten, was für sie auch spannendere Ergebnisse sind und bessere Kontrolle. Mehr Arbeit machen wir ja eigentlich alle. Jeder von uns arbeitet heute mehr als vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, weil die Möglichkeiten größer geworden sind, deren wir uns bedienen können und damit werden die Anforderungen an uns selber immer größer.
Früher gab es für den Journalisten einen Korrektor, einen Setzer und was weiß ich nicht alles, einen Layouter, einen Reihenzeichner. Heute muss er das alles selber machen. Er macht sozusagen die druckfertige Vorlage für die Druckmaschine. Früher gab es nur 20 Zwischenschritte. Jeder von uns weiß, dass beim Computer das wird, man kann es einfach alles erledigen. Die Eingangsschwellen sind immer geringer geworden. Jeder, der irgendwie ein iPhone hat oder für 198 Euro eine HD-Kamera, kann HD-Qualität liefern. Das können wir alle machen. Wir können an Computern unsere Filme zusammenschneiden. Ganz einfach. Kann jeder. Es ist natürlich auch mehr Belastung für den Einzelnen. Auch in den Agenturen sehen wir das, den Leuten interessieren, dass die mehr tun, als weniger Leute mehr tun als früher. Franz hat gesagt. Die Frage ist nur, in der Konzeption, dadurch, dass wir nicht nur mehr tun müssen als früher, sondern dadurch, dass wir auch viel mehr Möglichkeiten haben, denn die Kanäle sind ja explodiert, die Zahl der möglichen Outlets, der Medien, die wir bedienen können mit irgendwelcher kommerziellen Kommunikation, die wird immer größer. Das heißt, die Strategie und die Idee muss sehr viel intensiver bearbeitet werden. Und da ist es dann wiederum so, dass das jetzt nicht mehr einer macht. Früher war es so, da kam die Agentur zum Kunden, da war der Kreative, der Kunde erstarrte in Ehrfurcht, weil das war ein Mensch mit Bauch und er selber war ein Mensch mit Kopf und mit Zahlen und man hat es bewundert, wie die Werber das konnten. Heute denkt jeder Einkaufschef, er kann selber Werbung, er weiß es ja auch, er kann lesen, er kann das auch alles selber machen. Das große Problem ist heute, die richtige Strategie zu finden und da ist es, wo die Agenturen viel mehr Leute zusammenpacken müssen. Und viele Leute aus den verschiedensten Bereichen, Quereinsteiger, sind heute, das ist bei Franz noch relativ selten gewesen, dass er aus diesen anderen Berufen kam. Heutzutage werden Agenturen, Architekten, alles Mögliche wird da zusammengefragt, um mehr zu tun. Die Teams werden dann doch größer. Früher gab es einen Texter und einen Arter und die wurden irgendwie von vier Zimmern weiter von einem Berater in irgendeiner Form gesteuert, glaubte der jedenfalls. Heute ist es anders. Heute müssen der Sprecher damit rein, heute müssen die Programmierer da sein, heute müssen die Medialeute mit am Tisch sitzen, was das Briefing und was das Generieren von Ideen angeht. Also es ist in jedem Fall für alle komplexer geworden und andererseits ist es aber für die Schwellen niedriger geworden, aber die Notwendigkeit, diese Schwellen, die niedriger geworden sind, mit der richtigen Strategie zu überschreiten, die sind halt viel, viel schwieriger. Das ist ja eine Frage, und zwar wir sprechen von der Personalisierung, von der Fragmentierung, wir sprechen davon, dass die Agenturen kleiner werden und trotzdem haben wir ein Wahnsinn mehr an Werbeinformationen und Botschaften. Wo kommen denn die ganzen Ideen auf einmal her? Vor allem, wo sollen denn die ganzen guten, qualitativ guten Ideen herkommen, wenn es immer weniger Leute gibt, die damit beschäftigt sind? Das sind, wie wir gerade gehört haben, genau das ist der Schlüssel, wenn die Strategie und die Idee, und das muss man investieren. Das Drumherum, wenn man hilft, das wird weniger. Aber wir sehen das komplett in der Agentur, strategische Planung und Research, das steigt stetig und auch der Profit dort steigt stetig. Das ist die gefragte Sache, das geht da nicht auf die in Zukunft hin. Vielleicht hier und den Bogen auch wieder zum Spotlight-Festival zurückzumachen. Die Studentenarbeit, die hat so ein paar Dinge gehabt darunter, aber im Generellen ein bisschen schockierend war, für mich zumindest, dann wie gedankenlos umgegangen worden ist. Da wurde erst gefilmt und gar nicht gedacht. Also die Fähigkeit, eine fundierte Analyse zu machen, die Fähigkeit, strategisch zu denken, ein Konzept sich zurechtzulegen und vielleicht zuerst mal einen Gedanken auf ein weißes Blatt Papier schreiben und dann ein Storyboard daraus zu bilden. Am liebsten so eigentlich einen Studentenwettbewerb ohne Filme, sondern nur mit Gedanken und Ideen. Ein Satz. Ich habe eine kurze Frage. Mein Name ist Felina Kühne, ich bin Marketing-Professorin aus Hamburg. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Und es wurde heute sehr viel schon über so kurzfristige Aufmerksamkeitsgenerierung durch Werbung geredet. Und aber gerade angesichts der Fülle an Informationen ist es auch richtig, langfristig Marken aufzubauen. Und da muss auch eine Werbung erstmal zur Markenidentität passen, zur Markenpersönlichkeit passen. Und es geht ja auch um Kontinuität und Konsistenz. Das heißt, natürlich ist Humor und eine schöne Story schön, um
kurzfristig Aufmerksamkeit zu kriegen, aber langfristig muss das Ganze ja zur Marke passen. Langfristig muss man doch da erstmal Markenziele definieren, also eine Markenidentität, und dann muss die Werbung doch dieser Strategie eigentlich folgen. Und das kam jetzt so bei Ihnen noch nicht so an. Wird wahrscheinlich vorausgesetzt, auch vorher. Ja, wunderbar, sagen Sie da. Wenn jetzt das Beispiel Evian heraus, weil ich das gerade durchzeige. Das ist ein gutes Beispiel, das ist meine langfristige Strategie. Forever Young, Sie kennen vielleicht die Spots vorher, das waren erwachsene Menschen, die gesungen haben, aber es kamen Kinderstimmen raus. Und Sie kennen den Water Drop, der sich verwandelt hat, wie wir Rock You, wo die Kinder gesungen haben. Da sehen Sie, da ist eine Strategie über ein Jahrzehnt bereits, die man immer wieder auf neuartige Art und Weise eben hochleben kann, mit der man, wenn man spielen kann. Oder um das andere Beispiel zu nehmen, von DAF, berühmtes Beispiel, Initiative für wahre Schönheit. Die Kampagne hat x unterschiedliche Ausprägungen. Wir sind in einer Unterhaltungswelt, die Leute wollen eben nicht allzu sehr, allzu oft das Gleiche sehen. Irgendwann nützt sich das an. Darum müssen wir das Thema und Variation wieder weitere Dinge sehen. Und im Übrigen, der lustige Spot ist kein Widerspruch zu einer klugen und langfristigen Strategie. Ich glaube, das ist so ein Irrtum diesbezüglich. Ich glaube, in Zukunft werden langweilige Werbung, also wir sprechen nicht nur über Spots wie langweilige Apps, sondern langweilige Botschaften, die werden bestraft werden von Leuten. Die sagen einfach, gefällt mir nicht, aus, raus, filtern. Und dann nützt ihnen alle ihre Markenidentität und nicht. Da kommt jetzt wieder ein Punkt, das wäre Teil 3 meines Vortrages. Weil auch die Welt des Brandings wird sich komplett auf den Kopf stellen. Wir haben den Kommunikator da. Wir können die Marke, wie wir sie bisher verstehen, dass wir uns sagen, okay, wir geben uns so und so und so, und das ist unsere Persönlichkeit, das ist vorbei. Wir sehen es heute bereits, dass wir einen Wandel haben zu unserer Unternehmung. Die Unternehmen müssen ein Gesicht haben, diese Werte müssen gelebt werden, sonst werden sie aufgedeckt. Sie können nicht sagen, hey, wir sind grün und wir sind innovativ und all diese Dinge. Sie müssen das leben, sie werden gemessen werden. Und sonst passiert ihnen das, den Unternehmen, was in Nordafrika passiert ist. Beispiel aus der Schweiz, Banken. Verdient ein CEO 73 Millionen Schweizer Franken. Ich meine, das ist so recht. Bisher ging das noch. Ich denke, irgendwann kommt mal die Zeit, da rotten sich die Leute zusammen. Ja. Zu dieser Bank gehen wir nicht mehr. Wieso soll ich mein Geld dorthin bringen, wenn der 73 Millionen verdient? Noch was zu dem sagen kann, das ist absolut richtig, aber das Schöne daran ist ja an dieser Vielfältigkeit bei diesen Marken. Es geht ja bei dem, was wir über Kunden machen, wir haben ja nicht so viel damit zu tun, was die Markenkern ist. Und es gibt ja auch, eigentlich hat jede Marke auch schon einen Kern. Die Frage ist nur, wird der halt wie die anderen Medien auch übersetzt, also in echt, glaubwürdig vor allem. Ja? Ich habe eben das Aspirin oder Tempo gemeint, ich meine, da verbindet jeder was mit, die haben den Markenkern, die muss ich neu definieren. Ganz im Gegenteil, wir machen jetzt aktuell mit traurig zart zu sein, wer ist es. Da hat jemand seine Markenkern, nämlich die zarteste Versuchung der Welt, mal eben über Bord geguckt und gekippt. Wir wollen mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin da sehr, 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 sehr kritisch. Und ich finde das unheimlich spannend, auch dieses Beispiel mit Roger Federer, also das zeigt ja, der Markenkern der Bank, nämlich wir sponsern etwas, ist ja überhaupt nicht verlassen worden, sondern es ist jemand mit angesprochen oder Aufmerksamkeit geworden, wie es vielleicht gar nicht direkt in Zugruppe ist, und sagt, wow, diese Bank kann ja auch richtig lustig sein. Cool, und was machen die noch? Ach ja, klar, Kern, Bankgeschäft, aber wir sind auch wichtig, wir stehen für Sponsoring oder so. Also ich glaube, oft gibt es den Markenkern, und das Schöne an diesen neuen Medien, die es so alle gibt, ist, dass man halt auch ganz viele Spielarten, diese Literatur, Markenkern auch bedienen kann, immer wieder anders, ohne den zu verlassen oder neu zu erfinden. Kannst du jetzt einen Satz sagen zu dem Eindruck, woher sollen die ganzen guten Ideen denn kommen, die ja wirklich das Wichtigste in der Branche sind? Die Ideen können doch von Menschen kommen, bloß im Gegensatz zu früher, es sind viel, viel mehr
Menschen involviert, auch in den Agenturen. Früher war es nun mal so, dass die Klassik die Agentur war, da hat der CD vorgegeben, was Sache ist. Inzwischen gibt es gemischte Teams in den meisten Agenturen und wer es nicht hat, geht in die Richtung und man nützt jede Möglichkeit, um Ideen zu generieren. Egal, ob die jetzt above the line, below the line, ob die Klassik sind, ob die online sind, das ist vollkommen sekundär und da wird es hingehen. Ja, bitte. Ich kann noch was dazu sagen. Ich denke, es ist sehr wichtig, darauf zu achten oder mal in das Bewusstsein zu rufen, dass man nicht nur, was Frank Bodin vorhin aufgezeigt hat, einmal Ideen braucht und natürlich strategisches Planen, dass es nicht nur Gimmick und Spaßwerbung ist und kurz vor Puff oder ein Schenkelklopfer. Im Übrigen, zusammengefasst, leben wir ja in einer völlig neuen Zeit, wo jeder Absender ist. Auch der dümmste und unwichtigste, das klingt jetzt sehr flapsig, ich meine das nicht so herablassend. Und jetzt komme ich auf das, was ich eigentlich sagen will. Mit Ideen hat man hohe bis allerhöchste Verantwortung. Das könnte ein V sein. Und das zweite V wäre für mich Vergütung. Die muss dagegen stehen. Und die muss auch einigermaßen, sag ich mal, in einem Rahmen definiert sein. Ich spreche jetzt nicht von staatlicher Lenkwirtschaft. Denn vorhin wurde angesprochen, und das weiß jeder hier auch im Raum, welche, man könnte von Folgenabschätzung auch und Risikofolgenabschätzung sprechen, welche Spuren im bisher noch nicht vergessenen Internet Ideen, wenn sie in die falsche Richtung gehen, mit verheerender Wirkung und immer bleibend haben können. Das heißt, und weil ja jeder Absender ist, meint auch der Chef im mittleren Management, naja, mein Sohn und ich selber habe ja auch mal so ein YouTube-Filmchen, wie du sagst, das Frank, wir machen, das stellen wir mal rein. Idee muss glänzend sein, muss brillant sein, muss auf der Basis strategischer Planung und an einem Gesamtkonzept liegen. Und alle müssen wissen, ich habe allerhöchste Verantwortung. Das muss, ohne Ideen in ihrem kreativen Sinne unlustig zu machen und durchzuprüfen, bis sie eigentlich alle Aspekte drin haben, die jeder Abteilungsleiter haben möchte, aber dann langweilig sind, das meine ich nicht. Aber der Ideen liefert, muss natürlich kreativ sein, aber auch wissen, ich habe allerhöchste Verantwortung. Und da sind wir bei dem Punkt, die Idee wird heute in einem, das mag jetzt etwas ambitioniert klingen, ich kann nur von Deutschland sprechen, immer noch, das merken wir noch nicht so bewusst, extrem nach wilhelminisch geprägten Deutschland, wo der Kotflügel, der aus der Presse kommt, den kann man unter dem Arm nach Hause tragen, wie Goethe sagt, was schwarz auf weiß ist, ja. Aber dass immaterielle Wirtschaftsgüter wie die Idee viel, viel schwerwiegender auch als Gegenwert sind, als vielleicht ein zerletschter, verlorener Kotflügel, der mal zerpresst wurde, ja. Das, dieses Bewusstsein ist nicht da. Und wenn die Wirtschaft mit der Kreativwirtschaft auf Augenhöhe kommt und sagt, wir leben in dieser extrem chancenvollen, aber auch extrem risikohaften, viralen Verbreitungswelt, ja, wo nicht mehr einzelne Mönche, die Wissende und Herrschaftswissende waren, Bibeln abgeschrieben haben, sondern wo jeder texten kann, wenn hier die Augenhöhe da ist, die Wirtschaft und die Kreativwirtschaft einigen sich darauf, dass das exzellent bezahlt werden muss und dass jemand quasi auch in eine Risikohaftung mitgehen muss und dass der Kreative dann auch eine DNO-Versicherung machen muss und nicht nur jeder absendet und dann irgendein Bauernopfer oder jemand an die Wand gestellt wird, weil ein Unternehmen durch eine unbedachte virale Geschichte, sagen wir, ihre Identität verliert und schwer beschädigt ist. Ich bitte um Nachsicht, dass das jetzt so quasi ambitioniert klang, aber das beschäftigt mich immer. Im Übrigen hat Helmut vorhin gesagt, wir leben in einer Übergangszeit. Es gibt viele, die nicht native in die Internetwelt hineinkamen und irgendwann werden wir an Schulen, das ist ein Werkzeug im Grunde genommen, der Umgang mit dem Internet, wir beherrschen die Grundrechenarten und, wir lernen schwimmen etc., aber es ist ein Werkzeug, mit dem man weitreichende Dinge erreichen, aber auch Folgen, negative generieren kann und das muss irgendwann, und dann werden die, die damit aufgewachsen sind, das pädagogisch geschult den Menschen in der Schule vom Kindergarten an mitgeben und dann denke ich, tariert sich das auch ein bisschen aus. Danke. Ich glaube, das Thema Ideen, das ist eine Idee wert. Ich glaube, das ist noch nie bezahlt worden, nie richtig bezahlt worden. Ich glaube, auch bei den Agenturen ist es nie richtig bezahlt worden. Die Agenturen haben ihre hohen Renditen dadurch erwirtschaftet, dass sie über die Media bezahlt wurden. Das heißt, die Idee gab es quasi umsonst. Für die Anzeigen, für die Fernsehspots, die der Kunde geschaltet hat, da gab es dann Prozente und davon hat man gut gelebt. Als dann die ersten Wirtschaftskrisen kamen und die Fernsehspots einfach gekillt wurden und keine Anzeigen mehr geschaltet wurden, haben die Agenturen gemerkt, dass sie nicht mehr viel Geld verdienen. Dann haben sie erst angefangen zu überlegen, wie vermarkte ich Ideen, was kriege ich für eine Idee? Und das ist kaum machbar.
Inzwischen ist es auch so, dass in den Unternehmen auch nicht mehr die Ideen zählen, sondern, wie soll ich sagen, die Betreuung der Werbung ist in den meisten Unternehmen vom Einkauf übernommen worden. Also 2,5 Gramm Anzeige bitte. Die wollen das ausgerechnet haben. Die wollen Zahlen sehen, die wollen skalierbare Daten haben. Und da, deswegen setzen sie alle, weil es auch so billig ist, aufs Internet. Da, tausende Kontaktpreise ist da irgendwie ganz, ganz wunderbar und ganz einfach zu berechnen. Und ich weiß ganz genau, wie viel Feedback ich bekomme. Was sie nicht bedenken, und das ist das, was gerade angesprochen wurde, in welcher Form das kontrolliert werden muss. Da darf ich auf einen Vortrag von heute Nachmittag hinweisen, Tobias Spörer von Elbkind, die machen das. Und das ist ein unglaublich komplexer Vorgang, das Internet zu überwachen, das Monitoring zu machen, um festzustellen, was ist denn mit meinem Werbefilm gemacht worden, wer hat ihn verhunzt, wer hat ihn weitergegeben, was ist daraus geworden, was spricht denn der und was spricht im Internet schlecht über meine Marke oder gut über meine Marke. All das muss man beantworten. Und da kommt dann wieder die Frage der Honorierung hinein. Die Ideen werden nicht honoriert, aber die Arbeit daran, die Arbeit an den Markennamen, die Arbeit an dem Monitoring, das kann man dann wieder berechnen. Kurz mit Blick auf die Uhr, denke ich, haben wir nicht allzu lange hier jetzt. Wer noch Fragen hat oder wenn irgendwas auf der Seele brennt, bitte. Ja, durch diese Uwe Bendixen von der CMP in München. Ich beschäftige mich ja auch mit diesen neuen Sachen und jetzt mal die Frage ans Podium. Durch diese neuen Kanäle, jeder kann eigenen IP-TV-Sender aufmachen. Das heißt ja auch Firmen, die eine Marke haben oder verkaufen, könnten auch selber da Messages rausschicken und so weiter. Wie sehen Sie das? Ist das wünschenswert oder ist es nicht wünschenswert? Welche Gefahren lauern da? Worauf muss man achten? Gut, wenn ein Audi TV gemacht wird, BMW TV gemacht wird, wenn Ritter Sport, das ist Elbkind, wenn die einen Facebook-Channel haben, auf dem sie die Freunde dazu veranlassen, darüber nachzudenken, welche neue Schokolade man vielleicht machen könnte. Natürlich kann jedes Unternehmen da selber reingehen. Jedes Unternehmen, ich glaube Audi, ich weiß nicht, 10, 15 Millionen zahlen die für ihr Audi TV im Jahr. Also war jedenfalls deutlich günstiger als ein 4-Wochen-Flight. Anzeigen. Und die glauben, die sind immer präsent. Da hinten ist Hartwig Kolche, der hat eine Audi-App gemacht. Auch die ist natürlich ganz wunderbar und wird benutzt. Die Frage ist nur, wie viel erreicht sie, wie sinnvoll es ist und wie viel beschäftigen sich die Unternehmen selbst mit diesen Dingen oder wie sie das nach außen verlagern. Für Audi TV gibt es eine eigene Agentur, die das macht. Da gibt es einen eigenen technischen Dienstleister, der das macht. Es gibt eine eigene Redaktion. Der BTV das Gleiche. Also von den Unternehmen selber, also aus dem Unternehmen selber wird es letztendlich nicht generiert. Das heißt, es ist ein Dienstleister. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Unternehmen wie Beiersdorf mit einer eigenen Abteilung eine Nivea-Website, eine Facebook-Verbindung betreibt und dann auch noch twittert. Dazu gibt es Dienstleister, die Redaktionen herstellen. Also selber machen, bitte gerne. Aber ja. Ich weiß nicht, die Frage ist nicht auch darauf auf sich zu sagen, wenn ich so viele Kanäle habe, macht das dann überhaupt Sinn? Also muss man sich konzentrieren. Das ist eine sehr gute Frage, die ich selber, weil wir in dieser Großzeit noch nicht wirklich beantworten kann. Was wir gesehen haben auch im Vortrag ist, dass jedes Produkt seinen Käufer findet irgendwo. Die Frage, die man sich einfach stellen muss, ist zu sagen, wenn ich halt so ein Investment mache als TV-Sender für Audi, macht das Sinn? Wenn das dort gut ist, dann wäre, würde ich sagen, nein. Wenn man aber weiß, dass ja das, was da generiert wird, für ganz viele andere Medien auch genutzt wird, nämlich zum Beispiel für das In-Store-TV, dann macht das wieder Sinn. Also das ist halt immer so eine Frage. Ich glaube, da muss man echt einen Einzelfall gucken. Da kann man nicht generell sagen, ja klar, du musst jetzt ins Internet, das wäre auch falsch. Weil man muss halt das Monitoring betreiben, man muss halt diese ganzen Dienstleister beschäftigen oder es halt im Haus machen, egal wie. Weil man, es ist halt nicht nur das Herstellen, sondern es ist halt auch das Überwachen, Kontrollieren, erreichbar sein. Es ist ja ein Rückkanal. Also wenn ein Kunde nachts um 2 Uhr echt schlechte Laune hat und richtig stinke sauer ist auf ein elektronisches Produkt und jetzt ein Support will und der Support, also dieses Unternehmen die ganze Zeit angepiesen hat, wir sind auch bei Facebook oder wir sind auch erreichbar und dann nicht erreichbar ist nachts um 2, dann ist das ein extrem hoher Image-Schaden, den man so gar nicht abwägen kann. Weil dieser Typ, der nachts um 2 noch im Internet ist, der
vor, weil ich auch so ein blöder Misstrauen bin, wie ich da weiter habe. Und das geht ganz schnell rum. Also man muss es wirklich nicht einzeln.